Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Ich erinnere mich an das frische Grün des Waldbodens, soweit mein Auge reicht. Und an den starken Geruch von Bärlauch, der mir in die Nase steigt. Ich spüre, jetzt ist der Frühling da. Ich erinnere mich an die riesige Kreidenmalerei in buntesten Regenbogenfarben vor meiner Haustür. Es ist mein erster Blick aus dem Fenster an diesem Morgen und ich freue mich auf den Tag, der vor mir liegt. Ich erinnere mich an den wildfremden Mann, an dem ich in der menschenleeren Fußgängerzone mit einigen Metern Abstand vorbeilaufe. Er bleibt plötzlich stehen und wünscht mir ein schönes Osterfest. Und falls wir uns nicht mehr sehen, gleich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr dazu. Spaß muss sein, sagt er. Ich pflichte ihm bei und wir gehen weiter beschwingt unserer Wege. Ich erinnere mich. Schreibt diese drei Worte auf euer Blatt Papier und dann lasst eure Gedanken fließen. Haltet an bei einer Erinnerung, die ihr fühlen und greifen könnt. Und dann fangt die Atmosphäre dieses Augenblicks mit euren Worten ein. Haltet sie in ganz kurzen und einfachen Sätzen fest. So lautete der Arbeitsauftrag an mich und meinen Vikariatskurs im Predigerseminar Loccum vor einiger Zeit. Ein Schriftsteller war zu Besuch und er zeigte uns, wie wir mit ganz einfachen Methoden ins Schreiben kommen. Vor dem Schreiben einer Predigt oder Andacht verliere ich mich manchmal im Gedankenstrudel. Worüber könnte ich schreiben? Was ist wirklich wichtig? Was interessiert die anderen und mache ich mir eigentlich genug kluge Gedanken? Und zack, ist die Hürde des Anfangs hoch aufgebaut und es fällt mir schwer, den ersten Satz zu finden. Wir ließen uns damals also ein auf die kleine Übung, erinnerten uns und schrieben drauf los. Und dann lauschten wir einander und waren erstaunt. Keiner der kurzen Texte wirkte belanglos oder mühselig konstruiert. All diese kleinen Erinnerungen waren es wert, ausgesprochen und geteilt zu werden. Sie ließen uns erleben, wie bunt und schön sich das Leben in den scheinbar alltäglichsten Ereignissen zeigt. Auch nach dem Kurs hielt ich meine Erfahrungen hin und wieder auf diese Weise fest, und gerne hole ich diese Aufzeichnungen heraus und verliere mich in den Worten und Empfindungen vergangener Tage. Woran erinnerst du dich? Ich erinnere mich selten an konkrete Fakten oder Wissen. Informationen muss ich mir meistens aufschreiben, dass ich sie nicht vergesse, und entweder ich entdecke sie dann irgendwann nochmal oder sie gehen verloren in meinem Meer von Notizen. Woran ich mich aber im Handumdrehen erinnere, ist meist verknüpft mit sinnlichen Erfahrungen, mit Gefühlen. Sie schriftlich festzuhalten und wiederzuentdecken, verändert meine Wahrnehmung. Gerade in den aktuellen Zeiten muss ich manchmal krampfhaft nach Inspiration suchen und ich habe das Gefühl, es passiert einfach zu wenig. In Erinnerung an diesen kleinen Schreibkurs halte ich also auch jetzt jeden Abend und jeden Tag Ausschau nach dem, was mich berührt. Abends schreibe ich dann den Moment des Tages auf, den ich noch am besten greifen kann. Ein Geruch, ein Bild oder eine Begegnung. Und so sehe ich schwarz auf weiß, dass auch beim kürzesten Spaziergang oder dem stressigsten Einkauf etwas um mich herum geschieht, was bedeutsam war. Etwas, an das ich mich noch in vielen Jahren erinnern will und das mir neu die Tür öffnet zu dieser jetzigen ganz besonderen Zeit. Diese kurzen Sätze sind für mich wie kleine Trophäen, winzige Siege über Eintönigkeit und Trübsinn.
Woran erinnerst du dich? Wenn es ihnen ähnlich geht und sie sich dabei erwischen, dass sie abwarten, bis einfach alles wieder normal ist und die Tage an ihnen vorbeistreichen, versuchen sie es doch auch mal und schreiben auf, was ihr Herz in leichtes Glühen versetzt. Dazu ermutige ich sie und ich schließe mit den Worten des Psalms 36 über die unversiegbare Quelle des Lebens. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter deinem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.